Mein Name ist Heiko Müller. Ich leite das Jugendinformationszentrum als Institut der BSB in Hamburg, also der Behörde für Schul- und Berufsbildung. Ich bin einer der Kooperationspartner der Play, also nicht in Person, sondern in Form des Instituts. Und genau aus diesem Grunde bin ich heute hier auch bei der Eröffnung, um mir das schon mal anzugucken. Die Play hat ein ganz, ganz vielfältiges Programm, das sich ganz deutlich von anderen Games-Messen abhebt. Es ist ja auch keine Messe, sondern ein Festival, das einen ganz breiten pädagogischen Hintergrund auch hat. Und weil wir uns wesentlich mit Jugendinformation und Jugendbildung beschäftigen, fördern wir die Play sehr gerne und sehr lange schon, weil eben genau dort die Schnittstelle Jugendkultur und Jugendbildung sehr gut abgebildet wird. Hamburg möchte ja sein ein Games-Standort. Irgendwie ist es, glaube ich, auch mit Berlin zusammen. Und für einen Games-Standort gehört sich auch eine vernünftige Messe- oder Festivalveranstaltung. Und die ist das Play auf jeden Fall. Und auch sehr etabliert mittlerweile, ja, mit der kontinuierlichen Besucherzahl irgendwie und auch mit internationaler Prominenz, wenn man so möchte. Und das steht Hamburg, finde ich, ganz gut und sollte deswegen auch hier für dahin durchgeführt werden. Also ich finde digitale Spiele erstmal gar nicht monströs. Ich spiele selber sehr gerne, auch viele Spiele mit Monstern so. Ich glaube, dass Digitalität an sich vielen Menschen mittlerweile monströs vorkommt in der Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche und dass Spiele auch ein Teil davon sind, den gerade ältere Menschen häufig selber nicht mehr mitbekommen haben, die nicht, ich sag mal, also ich habe die Anfänge C64 so mitgemacht und Amiga 500 und so weiter. Viel vorher gab es ja nicht. Und alle, die das eben nicht so mitgemacht haben, die haben da wenig Bezug zu häufig und missverstehen Spiele dann. Also sowohl in ihrer Bedeutung gesellschaftspolitisch und kulturell, als auch in ihren Wirkungsweisen. So, also vor ein paar Jahren gab es ja diese Killerspieldebatte. Aktuell haben wir die Debatte um Rechtsradikale in Spieleforen. Sind ganz wichtige Themen, die aber immer nur einen Teil von Spielen abbilden und vielleicht auch und mit Sicherheit monströs sind, aber eben nicht das Ganze darstellen. Deswegen finde ich es schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und auch reflektiert mit diesem ganzen Thema inklusive seiner Monstrositäten umzugehen.